Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu DSA. Das schwarze Auge, Satinavs Ketten. Der Rimnir lungert auch noch mit mir rum hier. Oh, ganz bescheuert wie immer. Ja. Was? Ja. Und wir pöbeln hier immer noch in der Höhle rum und versuchen Licht zu machen. Ja. Was haben wir alles eigentlich dabei? Man, dieser blöde Schmetterling, der macht mich fertig mit seinem Rumgezwirbel da. Für ein Feuer taugt das Holz nicht mehr. Das hatte ich, glaube ich, auch schon probiert. Ich probiere jetzt alles durch. Die Feuerstelle hat doch irgendeinen Sinn. Ja. Die Karte werden wir brauchen. Die Holzkohle zum Zeichnen werden wir auch brauchen. Nimm mal das Ding da. Au! Oh. Das ist doch keine Vase. Oh, sieh mal. Was? Aha. Was ist das? Ich raff gerade nix, ne? Ist das eine Art Karte? Müssen wir die jetzt abzeichnen oder was? Das kann ich besser. Abpausen. Moment mal. Geht nicht, oder wie? Hier werden die Fäden angezeigt. Ich gehe mal noch kurz auf Hotspot. Was? Müssen wir die irgendwie verbinden, oder was ist das? Was? Ach, vielleicht das Zeug, was auf der Karte stand, dieses 4x1, 5x Dings, vielleicht ist das irgendwie verbinden. Ah, mit der A, mit B und so Zeug. Genau. Ach, wie soll ich guck mal gleich. Was soll das sein? Wäre gut, wenn er das Ding offen lassen könnte. Abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Was soll das sein? Das ist ein Start. Vielleicht ein. Ah, ich glaube, ich weiß auch, wie das funktioniert. Ich würde mir die Zeichnung gerne nochmal anzeigen lassen. Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunstwerk. Vielleicht rausziehen irgendwie, ins Bild reinziehen? So in die Karte oder so? Oder auf die vor die Blume? Vielleicht. Naja, die hat jetzt gerade gar keine Relevanz mehr. Zeigt ja mir gar nichts an. Ich gucke aber mal nochmal Hotspot. Ja, toll. Warte mal, ich hab mir die. Ich geh mal raus, vielleicht kann ich draußen ja doch nochmal gucken. Das dauert mir zu lange. Komm, wir fragen den Kobold. Warte. Was? Oh nein. Was ist? Dort unten am See sind Orks. Verflucht. Sie müssen unseren Spuren gefolgt sein. Wir sollten uns beeilen. Na, jetzt aber schnell. Ja, aber echt mal. Ich hoffe, dass das jetzt hier kein Timelimit gibt. Nee, das können sie nicht machen im Adventure nicht, wahr? Was soll das sein? Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Mensch, ich hätte das gern nochmal gesehen, das Bild, verdammte Axt. Warte mal, einmal vier war auf jeden Fall. Ich geh mal. Eins auf dem vierten, oder wie? Eins, zwei, drei, vier, würde ich sagen. Und vier mal eins. Das ist der erste von rechts wahrscheinlich. Also, beziehungsweise bei der Blume. Vier. Meinst du den? Nee, ja, genau, den hier. Genau, der da. Den nennen auch die eins. Schätze ich mal. Ja, aber wie kommen wir dann zu den anderen Dinger? Glaube nicht, dass der Forscher dort wenn wir die Karte nicht aufbekommen? Da steht Kupfermine. Ja, finde ich jetzt doof, dass die Karte nicht mehr aufgeht. Das ist. Aber das ist schon mal. Da hat er auch was gesagt zu. Das war richtig. Da ist die Kupfermine, hat er irgendwie gesagt. Nein, was soll das auch bringen? Ich hätte die Karte gerne nochmal angeguckt, sag ich ganz, ganz ehrlich. Draußen geht's echt nicht, oder wie? Nee, ging auch nicht. Aber man muss doch irgendwie glaube, da Zugriff bekommen. Hätten wir uns das echt aufschreiben sollen. Ja. Ort auf der Karte. Na toll. Also immer nur zwei Fäden. Mal, ich schau mal, ob ich auf die Schnelle eine Karte finde. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum derweil. Nur zwei Fäden. Aber welche? Verdammt, ja, ich hab's ja schon. Nicht, wonach ich suchen soll. Und vorhin noch die. Aha. Da stand 6x3. 6x3. 1, 2, 4, 5, 6 und der Dreier. Nur zwei Fäden.
Aber achso, ich darf die übrigens nicht zeitgleich drauf haben. Ich weiß einfach nicht, wonach ich suchen soll. Wie jetzt? Warte mal, ich mach mal die wieder weg. Ich darf nur zwei Fäden zeitgleich benutzen. Okay. Ne? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich würde den gerne nehmen, danke. 6 mal 3, das dürfte ja, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der letzte sein, jawohl. Ach so, meinst du das? Jedes Mal immer nur 2, okay. Dann war 2 mal 4. 2 mal 4, das ist dann wahrscheinlich er hier. Dieser Steintafel zufolge liegt dort ein Smaragdspinnennest. Smaragdspinnennest. Ah ja, Smaragdspinnen, okay. Okay, dann... Na, das dann haben wir es nicht. Dann haben wir 4 mal 1. 4 mal 1, das haben wir 4 mal 1 und 1 mal 4 hatten wir doch eigentlich schon. Ja, das ist beim ersten. Ah, okay. Und das ist dann nochmal 2 mal 4, dann das zweite. Dann noch 2 mal 4. Was war denn der? Das müsste dann, was auch immer wenn das ist. Wenn die Zahlen auf der Steintafel stimmen, muss dort das Feenkonstrukt sein. Ah. Ich glaube, ich weiß. Okay, das war das. Aha. Und, okay, das war die Lösung, ja. Ach, was? Das war's schon. Jetzt kommen wir wahrscheinlich weiter. Also, komisch. Zum Feenkunstwerk ging es zunächst nach rechts. Da stand eigentlich aber, das waren doch 4 Zeilen, oder? Dann einmal links. Komisch. Nein, zweimal links. Dann dreimal geradeaus. Kannst du dir das merken? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Den nehmen wir doch jetzt wirklich mal. Vielleicht. Nein. Vielleicht? Nein. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Aha. Hat das jetzt gezeichnet oder nicht? Ich benutze nochmal die Kohle mit der Karte einfach. Vielleicht macht es dann. Keine Zeit für sowas. Was? Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Ich hoffe jetzt mal, dass es beim ersten Mal tatsächlich gepackt hat. Versuchen wir es mal. Also, dann gerade, dann... Nein, zweimal, nee, dann dreimal. Kannst du dir das merken? Links, rechts. Ich glaube, wir sollten den Weg lieber abzeichnen. Wieso malt er nicht einfach auf? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben die Kohle, benutzen die mit der Zeichnung. Unwahrscheinlich. Das muss doch funktionieren. Ich verstehe es auch gerade nicht. Hast du dich vielleicht vorhin verklickt oder so? Ich glaube, ich... Na, vielleicht kann ich nochmal das direkt anwählen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Forscher ist. Ja, das ist ja gut. Geh doch mal in den Bildschirm rein. Menschenskinder, das ist ja furchtbar gerade. Sie bringt Schmetterlinge zum Glühen. Ich glaube, ich... Natürlich nicht. Was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Versuch's nochmal. Muss ich es vielleicht nochmal da hinlegen auf diesen Tisch oder was das war? Nee, okay. Da hat er nichts, aber. Ach, ich versuche einfach mal mit der Karte in den Dings zu gehen, in die Höhle. Also, nee. Dann gerade auch dann. Na, zweimal, dann. Verstehe ich gerade nicht. Ich raff es gerade nicht. Probier nochmal, vielleicht hat es vorhin nicht funktioniert, vielleicht eine falsche Maustaste. Einfach mal nochmal Kohle mit Karte benutzen. Was soll das sein? Andersrum. Da sind Statuen mit Schwertern abgebildet. Vielleicht ein Kunst. Nee, das ist die Steintafel, was du nimmst. Kohle ist drüben. Ja. Ach so. Ich nur verklickt. Zeichne den Weg einfach auf die Rückseite. Gut. Okay. Kann mal vorkommen. Verspreche mir, dass der Feenforscher mich nicht nach Hause bringt. Also gut, ich verspreche es. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich auch weiter. Schauen wir mal, was uns da erwartet wieder. Ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Ich hoffe das zumindest. Yeah, neuer Bildschirm. Wow. Okay. Also noch kann ich selbst nichts machen. Treppen an der die Decke. Zwölfe zum Gruß. Seid ihr der Feenforscher? Bei Fabulons Krone und Farindels Fingergespinst. Eine Fee. Leibhaftig. Lass dich anschauen, glitzernde Maid. Welchem Tor bist du entstiegen?
Welcher Welt gehörst du an? Sag nichts. Da grinst sie. Groß und flügellos. Keine Ladifari. Und nicht Bach noch Baum bei dir. Weder Nymphe noch Triade. Ich bin Nuri. Nuri Darinella Wander. Weißt du, wie ich wieder zaubern kann? Ganz ohne Schmerzen und Verlust? Eine Frage, Fee. Warte, mein Geist muss sich konzentrieren. Ich möchte in dieser Welt bleiben. Frei wie der Rabe fliegen und Abenteuer erleben mit Geron. Kannst du mir helfen? Nur dreimal darf ich eine falsche Antwort geben. Herr Feenforscher? Der sieht übrigens ein bisschen aus wie David Bowie. Noch ein... Ja, stimmt. Ein Mensch. Mein Name ist Geron. Wir sind gekommen, um euch um Rat zu bitten. Ihr seid doch der Feenforscher, richtig? Giacomo Nauta, Seerenkundler, Temporalanalyst Giacomo. Und Feenforscher. Er hat Analyst gesagt. Aber einen Moment, junger Mann. Dass du wieder denkst. Berühre bitte nicht diese Feenkristalle, Nuri Darinella Wander. Interferenzen. Du was? Der kann den Namen. Wo waren wir stehen geblieben, mein Junge? Feenkristalle? Nuri kann in dieser Welt nicht zaubern. Unter keinen Umständen berühren. Don't touch this. Da, didel-dum. Jetzt hat's doch hier lang, gell? Rettet euch! Natürlich. Übrigens, da, wo sie steht, das sieht aus wie ein Gesicht. Aha. Ja, das waren auch alles Statuen. Ach so. Und jetzt haben wir mal Extreme Staubwolking. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ne, ist nichts abgeschmiert, gut. Hat schon fast schon ausgeschaut. Huch. Das findet sie wieder cool, ne? Aber vorhin über dieses blöde Glas sich aufregen. Ja, echt mal, ne? Nee. Wo ist jetzt der Forscher? Jetzt schon was machen. Jo, kann ich. Der Brocken ist viel zu schwer. Ungefähr zu schwer. Der Arm der Feenritterstatue. Den kannst du einpacken oder was? Ey, der ist bestimmt auch nicht leicht. Ja, Leichtkristall. Der Brocken ist viel zu schwer. Aua. Was? Warum ist immer alles unerreichbar? Nuri? Andrian Vella, Myrin Amatesta, Leananati. Ey, das hättest du jetzt mal zu mir sagen sollen, ne? Also, hat die einen von den Steinen auf die Birne gekriegt, oder was? Ich glaube auch. Was hat sie gesagt? Wo ist eigentlich der Forscher hin? Hinten. Wie konnte das passieren? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Verdammter Rauchhusten, mehr ist es nicht. Wie konnte das passieren? Okay, der hilft uns jetzt wirklich nie, oder? Was ist? Ihr habt etwas im Hals? Na, guck mal. Kommst du an den Beutel dahin? An den Beutel? Meinst du an den hier? Nee, der auf unserer Seite. Richtig. So weit weg. Hab ich noch gar nicht gesehen gehabt. Ich halte ja... da ist er. Den habe ich gesucht. Stab ist zerbrochen. Ja. Ja, mit Stab zerbrechen, das könnte doch tatsächlich unseren... Aber vielleicht reicht doch so. Mal gucken. Zu kurz. Aha. Dann würde ich doch mal bitten, dass du den mal reparierst, Mädel. Ich hoffe, das geht noch irgendwie. Ich brauche die andere Hälfte. Ach so. Die andere Hälfte? Diesmal war ich aber nicht schuld. Ich glaube, der steht gerade davor. Ja, aber er kommt nicht ran, weil da der Schutthaufen drauf ist, glaube ich. Oder? Nee. Die andere Hälfte ist unter dieser Statue angeklemmt. Habe ich doch richtig gesehen. Vielleicht können wir dem mit Armkraft weghebeln. Hoffentlich war das kein Feenhaar. Gleich meinen Arm.
Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen hat. Wäre der Stab nicht zerbrochen, könnte ich damit den Rucksack erreichen. Hä? Was? Ah, Moment. I have an idea. Der Stab passt genau in das Loch, das der Schwertgriff hinterlassen. Wäre der Stab... Nee, doch nicht. Besser nicht. Also will er es nicht aufhebeln, oder wie? Nee, irgendwie so richtig nicht. Aber... Naja. Was haben wir noch? Den Abgrund und hinten bei Nuri ist noch irgendwas. Was haben diese Steine mit Nuri angestellt? Oh. Mein Arm ist zu kurz. Ja, den hätte er sich schenken können. Viel zu schwer. Ist doch heil. Diesmal war ich aber nicht schuld. Komme ich gerade nicht drauf. Moment. Schutt. Es ist so schwierig, hier den Schutt und den Stab hier den Unterschied zu sehen. Oder habe ich den Stab jetzt schon im Menü? Was? Ja, das eine Stück. Vielleicht kann ich damit hebeln. Vielleicht reicht es dafür. Wird doch nichts. Nee. Hoffentlich war das kein Feenheiliger. Das ist mal ganz blöd gesagt. Das geht auch nicht. Den Stab an dem Teil unterm Schutt dran zaubern, aber das wird nicht gehen, glaube ich. Ich glaube, fast Reparaturzauber können wir eh fast vergessen, weil der ging ja immer von Nuri aus und die ist ja völlig Banane gerade. Nuri? Verdammt. Was was auch Banane ist? Na? Partende, Leute. Wieder. Ja, das geht ratzfatz. Das ist, wenn du in so einer Aufnahmesession bist, gerade zu zweit, dann ist das so schnell die Zeit rum. Ja, dann machen wir gleich den nächsten 500 Parts. Hängen wir gleich noch dran, aber ihr erlebt das dann erst morgen oder eben Montag, ich weiß ja nicht. Wir nehmen ja jetzt hier ohne festen Zeitplan auf. Ich sag an dieser Stelle danke fürs Gucken. Bis denne. Jo, ich hoffe, ihr habt Spaß, Leute. Bis dann. Ciao.